Hallo, 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 da sind wir wieder. Ja, es ist dunkel. Das heißt, wir bleiben ein bisschen hier in der Mine. Kann ich eigentlich, warte mal. Ja, dann haben wir hier immer Licht bei uns. Das ist ja doppelt perfekt. So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle gefunden. Haben wir Holz dabei? Wir hätten sogar Holz dabei. Wir können sogar rein theoretisch ein bisschen länger hier unten bleiben. Hätte ich aber die Uhr mitnehmen sollen, dass ich an Tageslicht rauskomme. Mit einer Steinspitzhacke dauert das halt einfach alles viel zu lang. Okay. Wie sieht's da aus? Ganz gut eigentlich. Dann. Gut. Dann gehen wir hier mal weiter runter. Wie viel Andesit haben wir? Ja, das reicht auf jeden Fall erstmal für den Boden. Ich höre Lava. Ach du Schande, da können wir ja noch tief runter gehen. Ne? Das ist eine gute Höhe eigentlich. Das wird ein schöner Weg nach unten. Kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Materialien zusammen. So. Wir wollen ja nicht übertreiben hier. So, eigentlich viel zu viele Steine schon. Müssen das separaten auch alles. Und da würde ich sagen, wir werden jetzt dann gleich einen zweiten Ofen machen. Wir haben noch 25 Kohle. Dann werde ich da mit zwei Öfen oder drei Öfen ich braten. Ich werde dann das Kupfer auch mal schmelzen. Und dann werde ich, wenn es Tag ist, mal zu den dunklen Holzbäumen gehen. Die, was wir da hinten haben, die großen, dicken. Und werde dort dann Holz sammeln für das Dach. Dann werden wir den Stall bauen. Für die Kühe. Dass wir quasi auch so ein bisschen Lederrüstung und sowas haben. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer zumindest. Außer wir finden jetzt Eisen. Merke ich aber nichts von. Immer wieder einen anderen Stein. Aber dass wir hier auch keine Materialien nicht finden. Also, jetzt baue ich extra so einen Dreiergang runter. Ja, danke. Kohle brauchen wir. Das ist Bullshit, was ich mache, weil ich hier immer Licht habe.
Jetzt hätte ich keine Fackeln. Oh, hier ist eine Höhle. So. Machen wir erstmal das obere Flöz weg. Vielleicht können wir ja wirklich Copper Pickaxes machen. Das dauert jetzt schon ziemlich lang. So. Das doofe Steinwerkzeug. Holzwerkzeug. Es wird hell. Wir gehen zurück. Spinnen sind scheiße. Das sind die einzigen Gegner, mit denen ich nicht... Das ist schlecht. Bist du schon freundlich wieder? Ja, ich glaube, du bist freundlich. Okay. Gut. Das könnte jetzt meinen schnellen Tod bedeuten, dass ich jetzt die Tür weggemacht habe. Falls jetzt ein Creeper sich denkt, geil. Draußen bleiben. So. Gut, dann machen wir hier mal Boden raus. Was ist das gerade für ein Geräusch? Okay. Einfach nur das Aufnehmen-Geräusch. Gut. Bauen wir wieder ab. Sehr gut. Einen hätten wir noch. Einmal dich, einmal dich. So.
Weg, weg, weg. Nee, einen brauchen wir noch. Umgucken. Dass hier nichts Böses im Busch lauert. Ich glaube, das sind gar keine so dicken Bäume. In die Richtung, wo war denn das? Das Lava. Der Berg gefällt mir auch. Oder das Gebirge hier an sich. Entschuldigung. Die Wüste. Doch, das sind die dicken Bäume. Ich glaube, hier in diesen Wäldern können auch in der Nacht Sachen spawnen, oder? So. Was bist du für ein Holz? Schwarzer Eichenstamm. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da reicht fast ein Baum. So. Mehr können wir da eh nicht fällen. Also mehr als zwei, drei Bäume. Weil hier gleich alles voll ist. Also die Axt mache ich jetzt hier noch kaputt. Tschüss. Das hätte jetzt doppelt schief gehen können. Schauen wir uns hier mal nur mal ein bisschen die Wüste an. Da hat man nämlich eigentlich immer... Ach, das schaut schon irgendwie nice aus. Hasen! Mann, kann man die Hasen zähmen? Ja, vielleicht findet man hier. Warte mal, C? C, jawohl. C war es mit Optifine hier zu zoomen. Vielleicht findet man hier ein Dorf, wollte ich sagen. Guckt mal einer an.
So, haben wir gleich mal einen kleinen Vorsprung an Materialien. Das loote ich natürlich alles weg hier. Das ist aber kein cooles Dorf im Sinne von das Ausbauen und quasi hier den Ruf hochzu. Da ist eine Katze. Da ist eine Katze. Guck mal raus hier. Ja, Wüsten sind eigentlich immer gute Punkte, um Loot zu finden. Ha. Aber ihr habt irgendwie nichts. Was sind ein paar Katzen? Ja, warum habt ihr keine Truhen? Ein Eisengolem. So, jetzt schauen wir mal. Hast du hier noch was? Räucherofen. Ah, es wird dunkel. Es ist auch schon wieder Zeit. So. Ihm einfach sein Bett geklaut. Schon. Hey. Rohes Schweinefleisch für 1 Smaragd handelt der. Ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Okay, du bist gar nichts. Aber ich glaube, ihr habt hier auch nichts mehr, oder? Ist ja eigentlich ein richtiges Kackdorf. Wisst ihr das? Ohne den Schmied. Nur ein Typen, der den Beruf hat. Ah, schlecht. Schwach. Ah, schon schwach. Ha. So, jetzt gehen wir mal zu dem noch. Nee, du hast auch nichts. Okay, dann gehen wir wieder. Und zwar in der nächsten Folge gehen wir dann mal zurück. Und dann gucken wir uns weiter. Oder wir gucken uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir noch was. Aber auf jeden Fall jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hau rein.